So, da ich vor ja, einigen Tagen unerwartet auf einmal die von mir vorbestellten Splittermond-Würfel bekommen habe, denke ich, stelle ich die einfach mal ganz kurz vor. Ja, haha, okay, kann man nicht durchblättern, aber das gehört dann eben zu meiner Merchandise-Sektion. Also, das heißt jetzt nicht, dass ich Merchandise mache, sondern einfach nur, damit ihr, falls es euch interessiert, falls euch die Würfel interessieren und ihr wollt sehen, wie die genau aussehen, dann ja, zeige ich die einfach ganz kurz und das dauert dann auch nicht lange. Dann hole ich die mal kurz raus. So. Ja, das ist hier halt so eine. Das ist hier ein bisschen nervig, das aufzumachen. Naja, gut, eigentlich nicht. Na, so. Ja, wie natürlich in der Produktbeschreibung steht, es sind vier, ja, nee, 3W6 und 4W10. Da man bei Splittermond natürlich genau diese beiden Würfelarten braucht. Und die W10 sind ja einfach, also falls man Risikowurf macht, braucht man halt mal vier. Und ich weiß nicht, die heftigste Waffe, also die Waffe mit den meisten Würfeln macht, glaube ich, dann 3W6. Und das kann man halt dann einmal zeigen. Also die sind natürlich alle gleich gestaltet jeweils. Und es ist dann entsprechend dieses hintergründige Blau mit diesen schwärzlichen Schlieren. Ich weiß gar nicht, ob das Licht jetzt mir nicht hier einen Strich durch die Rechnung macht. Ist auf jeden Fall sehr hübsch gelungen, wie ich finde. Auch die 9 ist hier nochmal unterstrichen. Und die 6 entsprechend auch, da haben sie sich auch dann schon was bei gedacht. Alles in diesem ja, edlen Goldton, die ganzen Ziffern. Und die 10 ist dann ein Splittermond. Der Splittermond. Wir wissen ja, 9 und 10, naja gut, okay, 9 und 10 oder 10 und 10 ist ja ein glücklicher Wurf. Beziehungsweise 1 und 1 oder 1 und 2 sind ein Patzer. Aber das spiegelt sich jetzt hier nicht unbedingt wieder, sondern es gibt hier einfach dann an der Zehnerstelle diesen Splittermond. Und ja, es gibt ja auch W10, die haben dann halt, die gehen bis 9 und haben halt noch eine 0, aber hier ist es halt so. Und hier, wie ihr euch es wahrscheinlich schon denken könnt, ist der Splittermond die 6. Und ich finde, das hat im Spiel auch immer was, wenn man dann sagen kann, also man hat dann den Splittermond gewürfelt und kann dann sagen, hey, yes, 10 oder so. Keine Ahnung, das ist irgendwie auch cool. Ja, und ja, gefällt mir. Also ich finde es gut. Die haben jetzt 15 Euro gekostet. Ist von den Fertigungskosten, denke ich, auch alles gerechtfertigt. Naja, das sollte jetzt kein Wortspiel werden, kein schlechtes Wortspiel werden, aber es ist eins geworden. Egal. Jedenfalls, ich habe auf der Nordcon im letzten Jahr, in 2016, ja auch mal zwei Würfel am Splittermond, am Uhrwerkstand geschenkt bekommen. Und zum Vergleich, ah, das Licht macht wahrscheinlich mir echt einen Strich durch die Rechnung. Zum Vergleich, also es waren halt auch W6 und die sind halt in einem helleren Blau und die 6 ist eben ein Uhrwerksymbol. Ja, und das Blau finde ich zwar auch passend, das ist dann, sind halt weißliche Schlieren drin, das ist eine Alternative, okay, aber dieses ein wenig dunklere finde ich eigentlich ein bisschen besser. Also, wenn ihr euch mal vorstellt, in welchem Design sind denn die Bücher und in welchem würdet ihr sie lieber haben, habe ich so gedacht. Und das linke ist. So sind die Bücher eher und das Rechte hätte ich, glaube ich, eher haben wollen. Also das Blau, also es geht halt irgendwie, ne? Aber manchmal geht einem das schon so ein bisschen auf den Sack, dieses ganze Blau. Vor allem im Regal dann so viele blaue, knallige Dinger. Das ist schon krass. Also so ein bisschen dunkler, gedeckter, das hätte ich, glaube ich, ein bisschen besser gefunden. Aber okay, ist zu spät, ne? Jo, okay. 5 Minuten, glaube ich, reichen, um Würfel zu zeigen. Dann werde ich jetzt nochmal zu meinem nächsten Video schreiten. Bis denn!